Hallo, ich bin Tabea Koch und das ist mein Gesellenstück. Ja, das ist mein Gesellenstück, das habe ich hauptsächlich aus Ahorn und Rindleder gebaut. Das Gesellenstück soll halt in Zukunft in das Tiny House, was ich gerade baue, reinpassen. Und in einem Tiny House brauche ich halt ein Möbel, was nicht zu groß ist, was eine Funktion hat. Und deswegen habe ich mich dann für entschieden, einen schmalen Schreibtischsekretär zu bauen mit zwei Schubkästen hier. Die so groß sind, dass da halt ein Ordner reinpasst, ein flacher Ordner, ein Fach, wo man einen Laptop ablagern kann oder auch nochmal ein paar Zettel. Und dann kann man die Tischplatte aufschieben, wenn man dran sitzt. Dann hat man hier hinten drei Steckdosen, USB-Stecker, ein großes Fach, um nochmal irgendwas abzulagern, Zettelfach und ein Stiftefach. Und wenn man halt es nicht mehr braucht, dann kann man es wieder zuschieben. Ist platzsparend. Und zu den Füßen, die habe ich extra so ein bisschen aus vielen Ideen sind irgendwann so entstanden, die Form. Und auch, weil ich mal ein breiteres hatte, damit es nicht umkippt. Und was mir aber auf jeden Fall wichtig war, dass ich es zapfe. Ich wollte unbedingt die Beine zapfen. Deswegen sind die komplett gezapft. Genau, die Tischplatte mit dem Rindleder habe ich selber bezogen. Genau. Und dann noch die Griffe aus Leder selber gemacht, damit das Leder auch nochmal aufgegriffen wird.